Meine Damen und Herren, nur mit einem engen Schulterschluss und den richtigen Weichenstellungen können die USA sowie Deutschland und Europa den politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen entgegentreten. Für die Zukunft muss es heißen, mehr Zusammenarbeit und nicht weniger. Wir glauben, dass der freie Handel die Grundlage für Prosperität, Wachstum ist und auch für diejenigen, die sich nicht mitgenommen fühlen. Ich arbeite für ein Unternehmen, das eben wirklich auf beiden Seiten des Atlantiks extrem aktiv ist. Und einfach dieser Gedanke daran, wie wichtig es ist, gerade in den digitalen, im digitalen Zeitalter, dieses Thema transatlantische Beziehungen offen zu halten, hochzuhalten und zu pflegen, das ist die Erinnerung, die ich immer wieder mitnehme, weil es bringt uns wirklich was. If you think of the many challenges that we've faced together over the past 3 years, the impact of our work as transatlantic partners working together in concert, in cooperation, and in collaboration has been significant and in many cases game-changing. Ich bin einfach immer wieder begeistert über die deutsch-amerikanische Freundschaft. Und das ist heute wieder sehr, sehr klar geworden, als John Emerson da war. Das war ein guter Tag, der hat gut angefangen. Wir haben eine tolle Rede gehört von doch einem sehr versierten Botschafter, der sehr viel für Deutschland getan hat. Sie haben gesehen, Standing Ovation. Und das war auch angebracht. Botschafter Emerson hat für uns sehr viel getan. Er hat Deutschland wirklich verinnerlicht und ist immer kritisch gewesen und hat eine hervorragende Kommunikationsstrategie gefahren, auch in schwierigen Zeiten. Die Veranstaltung ist sehr wichtig, weil wir hier das Forum haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und AmCham ist sehr wichtig, weil AmCham ist ja der Gegenpol sozusagen der deutsch-amerikanischen Handelskammer, deren Chairman ich sein darf schon seit einiger Zeit. Wir, sagen wir mal, betrachten die Seite so ein bisschen aus deutscher Sicht und helfen deutschen Unternehmen, Amerika zu verstehen. Und Aufgabe der AmCham ist unter anderem, Amerikanern zu helfen, Deutschland besser zu verstehen. Europa wird aktiv das Gespräch suchen, wird selbstbewusst mit den Amerikanern reden, wird die Themen, die wir haben, die transatlantischen Themen, natürlich insbesondere TTIP, vorantreiben. Europa muss aber auch lernen, muss aber auch aus dieser Entwicklung lernen, denn nicht nur in Amerika gibt es diesen Trend der Bevölkerung gegen das Establishment, das gibt es auch in Europa und das muss die Politik hier sehr ernst nehmen. And when you bring different people together, they just drive better results. So I have encountered this in my life. I saw the power of diverse thinking, and I'd like to see it scaled. Ich glaube, was unsere Aufgabe ist, ist einfach mehr Mut zu haben, kontroverse Entscheidungen zu treffen und dadurch insbesondere für die jüngere Generation Vorbild zu sein. In unserem Führungsstil weniger als in unserer Person oder Rolle als Frau. Dass die junge Generation risikofreudiger ist, was Diversity betrifft und ihren eigenen Vorurteilen entgegentritt. Diesen Impuls nehme ich auf jeden Fall mit, dass wir mehr erklären müssen. Das war irgendwo vorher klar, auch bei der Digitalisierung allgemein, gesellschaftliche Fragen, da müssen wir Unternehmen, genauso wie die Regierung, mehr kommunizieren, was da eigentlich alles passiert und was auch nicht passieren wird, was keine Gefahr ist. Ich glaube, wir brauchen umso mehr ein starkes Europa, was auch mit klarer Führung halt in dieses transatlantische Wirtschaftsraum reingeht und am Ende halt auch Führung übernimmt.